Ich habe letztes Mal ein wenig über Screensharing und angefangen zu erzählen. Ich möchte heute weitermachen. Ich habe dann hier eine Art über berichtet, wie man in diese 1:1 Beziehung Terminal und Applikation, Programm flexibler gestalten kann, so eine Vermittlung da einbauen. Und das Einfachste ist sicher so eine Zentralarchitektur. Wir tun mal so, als ob wir ein Grafiksystem sind. Hier das Sharing-System verkleidet sich als Grafiksystem und schickt das dann zu den einzelnen Terminals, Bildschirmen und Tastaturen und was sonst noch so an Ausgabe dazugehört. Ich habe dann hier das ein bisschen konkreter am Beispiel X-Window mit dieser X-Wedge beschrieben. Noch nicht so richtig technisch, aber immerhin konzeptuell und auch was man sich da einhandelt an kleinen und mittleren Aufgaben, die man erledigen muss. Man muss insbesondere hier ein einheitliches Imaging-Modell präsentieren, zum Beispiel mit der höchsten Farbtiefe hier, mit möglichst vielen Zeichensätzen. Meine Zeichensätze sind sowieso noch so ein kompliziertes Kapitel hier beim Sharing. In einem Arbeitsplatzrechner geht man davon aus, dass die installierten Zeichensätze auch benutzbar sind für die Applikationen, in dem Sinne, dass die Rechte gegeben sind. In so einer verteilten Umgebung könnte man natürlich argumentieren, dass der hier nicht die Rechte hat für die Zeichensätze, die hier sind. Wir könnten also schon nicht den Zeichensatz hier nehmen und da mal reinpacken, hier die Obermenge aller Zeichensätze reinpacken, sondern hier muss man wohl die Gemeinsamkeiten finden, den größten gemeinsamen Zeichensatzmenge sozusagen. Spaßig wird es auch, wenn Bitorder und Byteorder für Farben und sonst was umgedreht werden müssen. Hier braucht man natürlich was Einheitliches und hier muss man dann eventuell nochmal übersetzen. Und auch Fensterüberlappung und Redraw muss konsolidiert werden. Sie sehen, die Fenster liegen eben hier alle anders. Und das muss man managen. Man hat der eine einen Redraw-Event und mal der andere. Und das muss alles der Applikation in die Hand gedrückt werden, damit sie es bearbeiten kann. Die Arbeit der X-Wedge ist also insbesondere im heterogenen Modell, also so einer Verteilung hier, wenn wir jetzt mal nicht nur an X-Window denken, sondern wenn wir auch hier andere Windows-Systeme dran haben, vielleicht schon etwas mehr Arbeit. Und dann fängt man auch mal an, sich über verteilte Szenarien nachzudenken. Also zum Beispiel hier in der verteilten Architektur, wenn man das wieder so aufsetzt wie hier, dann im heterogenen Fall hat man also hier das Programm, hier so ein Pseudo-Terminal, was so tut, als ob es ein Grafiksystem ist. Und das unterhält dann drei Verbindungen hier zu den Pseudo-Applikationen hier, die dann tatsächlich hier das Terminal ansteuern. Das eigentliche Terminal, was dann hier ist. Also früher war das mit dem verbunden, jetzt setzen wir das hier ein. Rot bedeutet hier, der rote Pfeil, dass es ein Protokoll ist, das wir nicht ändern können. Die Applikation benutzt einfach eine Menge von Funktionen mit einer Art, die auszutauschen, die Information, die eingebaut ist, an der wir nichts machen können. Aber wir können das hier drin in so einem Pseudo-Terminal übersetzen, sodass wir in unserem System ein einheitliches Format haben, also ein eigenes Grafiksprache sozusagen oder Terminal-Bedienprotokoll anfertigen mit eigener Semantik. Und das wird dann hier wieder übersetzt in das jeweilige Zielsystem. Und das könnte eben dann hier irgendein Quartz2D-Design und hier ein X-Window und hier irgendein Direct-Draw im Extremfall. Das Schöne ist, wenn wir hier ein eigenes Protokoll haben, können wir eventuell sogar Multicast benutzen. Also eine Multicast-Verbindung wieder.
Wenn wir dieses spezielle Protokoll nehmen, dann ist Multicast wohl nicht angesagt. Eigene Verbindung bedeutet, dass wir komprimieren können, wenn wir wollen, dass wir verschlüsseln können, wenn wir wollen, dass wir Multicast machen können, wenn wir wollen. Deshalb ist das so eine Architektur wohl die richtige. Ich habe ja hier an dieser Stelle gesagt, wir benutzen ein Standardprotokoll, das müssen wir jetzt mal angucken. Im X-Window ist das so ein exponiertes Protokoll und bei manch anderen können wir das vielleicht auch finden, aber im Generalfall ist das hier irgendwie im Betriebssystem eingegraben. Der schöne Fall ist, dass es zwischen Applikation und Terminal eine schmale Schnittstelle gibt, an die man ran kann. Der allgemeine Fall ist sicher so, dass die Applikation irgendwie die Toolbox, die Grafikfunktion in der Toolbox benutzt und ja, was ist da in der Größenordnung von 50 oder 100 oder 200 Diensteprimitive gibt, die man aufrufen kann, die irgendwas machen. Da gibt es auch viele so Bequemlichkeitsfunktionen, in denen schon ein paar Sachen zusammengefasst sind und so weiter. Ich würde sagen, an echten Funktionen braucht man in der Größenordnung von 10 oder 20, um ein vernünftiges Grafiksystem zu machen. 2D-Grafik. Und naja, das ist dann hier über Treiber und so weiter mit dem Terminal verwoben. Und wenn man Audio und Video machen will, gibt es in der Regel noch weitere Schnittstellen. Im X-Window-Fall hat man hier für die Grafik, also das, was Sie hier auf dem Bild hier auch sehen, diese Sorte Grafik, also Text und einfache Zeichnungen und so weiter, eine dünne Schnittstelle, aber dann für Audio und Video noch irgendwelche anderen Schnittstellen, um den Grafikkompressor anzusprechen oder den Dekompressor und so weiter. Da gibt es dann eben hier noch mehr und man hat mehrere Pfade, wie man von der Applikation zum Terminal kommt. Wir haben das Redirector genannt, der also hier den Output von der Applikation nimmt und dem Pseudo-Terminal zuführt, sodass der diese Übersetzung machen kann für die Übertragung im Netzwerk zu den Pseudo-Applikationen. Da muss man die Ausgaben abfangen und auf dem Rückweg von unten nach oben Events für die Applikation erzeugen, also Tastatur, Maus, Verwaltungssachen und so weiter. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Man muss auf jeden Fall irgendwie sich als Betriebssystemkomponente zur Applikation oder als mehrere Betriebssystemkomponenten zur Applikation verkleiden. Und eine Schicht ist hier oben an der Toolbox, dass man sowas das macht viel Arbeit. Da hat man aber natürlich auch viel Semantik da oben. Wenn man sowas hat wie, zeig mal ein Menü an und mal mal ein Rechteck, gib mir mal ein Event. Wenn man also da auf dieser Ebene ganz weit oben abfängt und diese Redirection macht, dann weiß man viel über das, was da passiert. Man kann sich entsprechend geschickt verhalten, aber hier muss man in der Größenordnung von Hunderten von Aufrufen, Calls abfangen und das ist ein bisschen viel Programmierarbeit. Das macht jetzt vielleicht nicht so viel Spaß. Wenn man aber diese Hunderte hat, dann hat man auch viel Semantik. Man kann es auf Transportsystemebene abgreifen. Das macht man, wenn man das X-Window sich besorgt, da verkleidet man sich eben als am Localhost das Port 6000 und nimmt die Verbindungsaufbauten da entgegen als verkleidetes X-Window, also ja, man tut so, als ob man X-Window wäre und das wird ja so auf Transportebene verbunden. Darunter gibt es eine interessante Schicht, das sind die Gerätetreiber. Da sagt man dann eben, ich bin eine Maus, ich bin eine Tastatur, ich bin ein Grafiktreiber, ich bin ein Audiotreiber, ich bin ein Videotreiber. Und an dieser Stelle
kommt man noch einigermaßen an Semantik ran. Zumindest wissen wir, dass jetzt ein Rechteck gezeichnet wird. Und wir wissen, dass in der Farbe, zum Beispiel grün oder blau. Und wir bekommen sowas wie, jetzt zeichne mal in dieses Rechteck einen JPEG rein. Oder gib mal Audio aus, diese 128 Samples. Schwieriger ist es auf der Speicherebene. Wenn man so weit unten ist, dass man nur noch merkt, das sei der Speicher. Hier liegt der Bildwiederholspeicher drin, irgendwo eingebettet in den Adressraum. Das geht also zum Bildschirm. So. Und jedes Mal, wenn hier auf eine der Adressen zugegriffen wird, das merkt man im Memory Manager, die muss man bloß entsprechend konfigurieren. Wenn jedes Mal, wenn hier ein Pixel gesetzt wird, dann wird es nicht nur am Bildschirm angezeigt, sondern dann kann man es auch über das Netzwerk transportieren zu den anderen. Ich glaube, das ist die Schnittstelle, die man immer hat. Wo aber natürlich die Semantik völlig verloren gegangen ist. Da weiß man nur noch, da malt einer an Pixeln rum. Man kann auch nicht jedes Pixel einzeln schicken, sondern man muss irgendwie so eine Menge aufsammeln. Ne? Und dann muss man so einen Bereich nehmen, in dem sich was getan hat, und den muss man als Pixel übertragen. Wenn man auf diese Weise den Bildschirm scheren will mit HD-Auflösung oder so ähnlich, dann geht das nur entsprechend langsam. Ich habe zu Hause mal den TeamViewer betrieben, um von meinem iPad auf den Arbeitsplatzrechner zu kommen. Und das konnte man nicht vergessen. Ich habe da sowohl auf dem Pad, auf dem iPad, als auch auf dem Arbeitsplatzrechner diese TeamViewer-Komponenten installiert, und der machte so einen Low-Memory-Intercept, und dann hat man da also ein schäbig komprimiertes Bild von meinem Arbeitsplatzrechner gesehen. Und das war insgesamt eher traurig. Da würden mir natürlich die Mitarbeiter vom TeamViewer widersprechen, da hättest du doch das gemacht, dann hättest du das gemacht, dann hättest du das. Und da kann man noch was tricksen. Aber insgesamt ist das Konzept natürlich, Datenübertragungs- oder Bitübertragungslastig. Und man weiß einfach, beim Low Intercept hier auf dieser Memory-Ebene gar nicht mehr, worum es geht, sondern man hat nur noch Pixel in der Hand. Entweder hat man viele Daten oder man hat eine ganze Menge Prozeduren. Hier oben bei der Toolbox, wenn man viel Semantik hat, dann muss man viele Prozeduren implementieren. Wenn man sich das Implementieren leicht macht, muss man ein gutes Netzwerk benutzen für diesen Redirector. Wenn man sich weit oben einhängt, hat man auch ein zweites Gebiet, wo man Gehirnschmalz investieren muss, nämlich die Übersetzung der Grafikoperationen. Im homogenen Fall ist es kein Problem. Die Linie zeichnen, ob man die jetzt hier zeichnet oder woanders zeichnet, ist noch egal. Im heterogenen Fall ist die Semantik aber leicht unterschiedlich. Das kann man hier zum Beispiel anschauen, wie das X-Window-System eine Linie zeichnet und wie das QuickDraw eine Linie zeichnet. Beim X-Window-System gibt es den Anfangspunkt und den Endpunkt, durch die wird so ein Rechteck gelegt. Und alle Punkte, die sich mehrheitlich in dem Rechteck befinden, die werden mit der Füllfarbe angemalt. Die Grenzen des Rechtecks sind natürlich konzeptuell beliebig dünn. Beim QuickDraw ist das Zeichen ein bisschen anders. Da bedeutet eine Linie, dass man einen Stift nimmt und zeichnet. Der Stift, der hat bestimmte Ausdehnung, der muss nicht quadratisch sein, der kann auch rechteckig sein.
also mehr breit als hoch oder umgekehrt. Es kann so einer sein oder so einer. Stellen Sie einfach vor, Sie nehmen so einen Stift zu Hause, schnitzen den zurecht und dann wird er übers Papier gezogen. Da kommt kein Rechteck raus, sondern kommt so ein Polygon raus. Und der Punkt hier gehört dazu und der Punkt gehört auch noch dazu. Das ist von bis, aber der Stift ist immer rechts unten drunter und wenn der Stift ein bisschen größer ist, dann zeichnet er das eben auch noch mit hin. Und wenn man jetzt so eine Quick-Draw-Linie im X-Window malen will, dann muss man im X-Window einen Polygon ausfüllen. Und im Quick-Draw muss man auch dieses Polygon ausfüllen, dass man sich da errechnet, ne, von hier bis hier bis hier bis hier. Ja, es gibt zum Beispiel hier auch nicht quadratische Stifte und na, dann muss man sich überlegen, wie man die im anderen System emuliert, ne, welche Polygone man da nimmt, die man dann ausfüllt. Also, wenn der Stift nicht quadratisch ist und damit wird so gezeichnet, also das macht dann mit dem Quickdraw gezeichnet, dann würde man hier im X-Window sich so ein Polygon nehmen und das anfüllen lassen. Also diese unterschiedliche Semantik, die muss man mit Übersetzung hinkriegen. Übrigens, was man natürlich hier, das Problem, was man hier hat, wenn man diesen Memory Intercept macht, das hat die Auflösung, nicht? Die muss man eventuell umrechnen, skalieren und wenn man solche Bilder ständig skalieren muss, das ist natürlich auch nicht so besonders witzig. Wenn man einen Bildschirm, der 2560 Pixel mal 1400 Pixel hat, mein Arbeitsplatzrechner da zu Hause, wenn man das vom iPad aus anschaut mit 1024 mal 768, so war zumindest mein iPad bei dem Experiment gewesen, dann sieht die Skalierung entsprechend schäbig aus. Also auch hier hat man ein paar Sachen zu erledigen. Das sind zwar alles Brute-Force-Sachen, skalieren von so auf so, Algorithmus ran und viele Cycles und dann ist das Problem erledigt. Aber es ist eben doch, gerade in heterogenen Umgebungen, wenn man vielleicht mehrere Klienten drin hat, die das anschauen wollen, unterschiedliche Auflösungen haben, muss man eigentlich die volle Auflösung übertragen und dann in den Arbeitsplatzrechner skalieren. Und na, das, die ganze volle Auflösung im Netzwerk zu übertragen, ist vielleicht auch nicht so toll. Und das ist auch was, wo wir dann in der Vorlesung Multimedia nochmal drüber diskutieren können. Ja, Text. Erstens muss man Zeichensatzanpassung erledigen. Die Äs, Ös und Üs, die sind in unterschiedlichen Betriebssystemen auf unterschiedliche Extended ASCII-Werte abgebildet. In unserem Sharing-System würde man also wahrscheinlich erstmal Unicode machen, das Unicode übertragen und dann wieder zurück übersetzen. Manche Zeichen gibt es auch gar nicht im Zielsystem. Da würde man vielleicht so ein schönes Quadrat oder so ähnlich anzeigen. Nicht. Das ist natürlich auch nicht so schön. Und dann gibt es das Kapitel mit den Font-Eigenschaften und das ist auch eher mühsame Kleinarbeit, formulieren wir es mal so. Da kommen dann so tolle Sachen raus wie, also erstens mal, wenn man den Font nicht genauso hat, im anderen, im Zielsystem, dann muss man sich einen Ersatz suchen. Aber dieser Ersatz, der läuft vielleicht nicht gleich. Und der hat vielleicht unterschiedliche Zeichenbreiten. Der ist zwar bei derselben Zeichenhöhe und so im Wesentlichen die gleiche Zeichenbreite, aber vielleicht ist halt mal das I bei dem einen schmäler als bei dem anderen und das W ein bisschen breiter als bei dem anderen und schon ist man in Problemen. Und dann kommt es auch darauf an, wie das Programm die Zeichen setzt. Ja, also das Programm hier, also hier den Text, den sehen wir auf dem einen der Systeme, so wie es sich gedacht ist, im Quellsystem kommt das dann so raus, ne? Und das Zeichenprogramm, das schreibt das erste Wort the ab hier, dann wird positioniert hier in die grüne Spalte, da wird das quick geschrieben, da wird positioniert in die blaue Spalte das brown,
positioniert in die das Blau hier, da hier in die letzte Spalte, und dann wird das Fox gesetzt, geschrieben. Warum das so geschrieben wird, ist zum Beispiel, wenn man Randausgleich haben will. Ne? Da muss man ja irgendwie ein paar Pixel weiß zwischen die Worte setzen. Wenn jetzt der Font ein bisschen anders läuft, wenn der läuft nur deutlich anders, damit das Problem klar wird, positionieren und das dahin zu malen, positionieren fürs Quick, hier geht es noch, positionieren fürs Brown, da schreibt man schon in das K hinein, und hier bei dem Fox, da schreibt man in das N hinein, und das schaut natürlich ekelhaft aus, und wenn man nicht mal farbig markiert, dann sieht das hier auch noch irgendwie schlecht aus. Hier habe ich es noch mit Randausgleich probiert, und da sehen Sie, dass hier eventuell die Zwischenräume noch dynamischer angepasst werden. Wenn wir weniger pro Zeile haben, also weniger große Worte pro Zeile haben, sieht es noch interessanter aus. Also diese Fonteigenschaften, die machen da schon etwas Schwierigkeiten. Das, was noch dazu kommt, ist, dass man die Fonts natürlich überall braucht und dass man sie nicht einfach nehmen kann vom Quellsystem und eine Kopie im Zielsystem ablegen kann. Da kommen dann die Leute, die Fonts verkaufen, und sagen, das dürft ihr aber nicht. Und wenn der Teamviewer zum Beispiel sowas machen würde, dass er einen Font einfach nimmt von meinem Computer und installiert es auf einem anderen, dann gäbe es wahrscheinlich wirklich Ärger. Also auch da hat man noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, mit administrativen Schwierigkeiten, möchte ich das mal nennen. So, die Anordnung dieser einzelnen Komponenten, die wir jetzt nur alle betrachtet haben, da gibt es die Applikation, da gibt es den Redirector, dann brauchen wir einen Übersetzer, der die abgefangenen Grafikkommandos oder den Input für die Applikation transkodiert. Da muss es an den Verteiler weitergegeben und der muss zu den Terminals schicken. Was ja, hier in diesem Szenario mit einem einzigen Übersetzer gut ist, ist, dass wir nur eine Komponente haben und alle damit hinkriegen. Wir müssen allerdings dann hier, wir benutzen hier Standardprotokolle, und wir müssen dem dann schon das eine Standardprotokoll, was überall läuft, geben. Wir haben das mal ausprobiert, und was wir damals gemacht haben, ist, dass wir halt auf jedem Endgerät einen X-Server installiert haben. Auf den PCs, auf den Windows-PCs, auf den Macs und natürlich auf den Unix-Systemen. Das ist deshalb doof, weil der Mac-Besitzer und auch der Windows-Besitzer natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn er das X sieht, was doch irgendwie etwas grob schlechtig im Verhältnis wirkt. Schlecht fällt einem natürlich hier auch dran auf, wenn hier einer nur 8-Bit hat und die anderen haben 24-Bit-Farben, dann müssen wir trotzdem hier schon hier bei dem Übersetzer auf 8-Bit übersetzen, denn der eine 8-Bit, der kann ja mit den 24-Bit-Informationen nichts anfangen und sagt einfach vorsichtshalber, dass er gar nichts anzeigt. Also das ist schlecht, nur Zeichensätze ist auch schlecht und insgesamt die Struktur unflexibel. Man überlegt sich es besser, die Applikation und der Redirector hier in einem Rechner, die müssen zusammenlaufen. Jetzt hat man hier ein eigenes Protokoll. Der Verteiler, eine separate Funktion, die laufen kann, wo man will. Heutzutage würde man sagen, in der Cloud. Die Übersetzer vielleicht auch noch in der Cloud und dann hier wieder über das proprietäre Protokoll, also das Protokoll des Windows-Servers hier, beziehungsweise des Grafik-Servers ans Terminal. In diesem Szenario kann man sich aussuchen, wie man sein verteiltes System baut, was wo dazugehört. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten. Alles zentral in einem Rechner, eine Applikation, Redirector, Verteiler, die drei Übersetzer und hier die drei Terminals dran. Und wenn wir vier Teilnehmer hätten, bräuchten wir halt vielleicht einen vierten Übersetzer und ein viertes Terminal. Oder so, eine Applikation mit einem Redirector, unser eigenes Protokoll für alles, was zum Sharing dazugehört,
einen Verteiler, der kann auch nur Multicast sein, und einzelne Übersetzer hier pro Terminal. Dann wird die schwere Arbeit des Übersetzens, da wo wirklich ein bisschen was gerechnet werden muss, dezentral erledigt, parallel in Anführungszeichen. Also, ne, wir könnten dann zum Beispiel hier einfach unsere QuickDraw-Kommandos übersetzen und hier, hier und hier mit der Xlib darstellen oder direkt aufs Windows übersetzen und direkt darstellen, also einen Übersetzer bauen. Und damit gehen auch Mehrpunktszenarien. Diese relativ flexible Verteilung bedeutet, dass wir mehrfach übersetzen müssen, aber das können wir jetzt, wenn wir das geschickt im System verteilt, effizient gestalten. Das ist der zentrale Ansatz zu Demonstrationszwecken. Das haben wir mal mit einem QuickDraw2x implementiert. Und dann, naja, wir hatten ursprünglich nur einen, aber den kann man natürlich mehrfach instanzieren auf diesem Rechner und dann von jedem einzelnen Übersetzer aus zu den Terminals hinkommen und von unserem einen Übersetzer zu so mehreren zu kommen, das war die Arbeit von 2 Wochen oder so ähnlich, dann lief das. Es lief natürlich schon nach dem Nachmittag, aber dann hat es noch ein bisschen Arbeit beim Debuggen gebraucht. Dann ging es schneller. Allerdings Performance-Probleme ab Übersetzung zu 4 Endgeräten ist der Computer hier, dieser da, in die Knie gegangen. In diesem Szenario, ja, ich meine, das ist so, wie es gemacht ist, eben verteilt und da geht nichts in die Knie. Sie sehen es, die eigentliche Arbeit hier wird vor Ort erledigt und man kann ein Mehrpunktszenario machen, verteilt erledigt, indem man mit Embon und UDP das überträgt, haben wir auch mal implementiert, indem jedes Bit in mehreren Paketen geschickt und dann ist es also, wir haben hier das Paket 1, da war das Q1 drin, im Paket 2 war das Q2 drin und hier, das wird mit XOR verknüpft und das wird mit einer Tabellenfunktion gemacht, Plus und Mal. Und für das Mal haben wir mit also ein XOR und hier so eine Tabelle, um das zusammenzufügen und man überträgt dann eben hier, wie Sie sehen, 4 Pakete und dann können auch 2 verloren gehen. Wir können den Rest wieder zusammen konstruieren. Das ist natürlich ein Code der Rate 1,5. 4 Pakete statt 2 Paketen übertragen. Und die 4 Bits, die wir hier rauskriegen aus diesen Kombinationen, die verteilen wir eben auf 4 Pakete. Aber dann kann auch in einem Multicast-Szenario schon ordentlich was verloren gehen. Eigentlich dann kein Problem. Das funktioniert ausgesprochen zufriedenstellend, auch in größeren Netzwerken. Allerdings, und das haben wir auch irgendwann zwischendurch gelernt, braucht es Traffic Shaping. Paketverluste passieren immer dann, wenn wir ganz viele Pakete ineinander abschicken. Dann läuft halt irgendeine Warteschlange über, entweder Puffer im Endgerät oder in einem Router zwischendrin. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Und wenn man den Verkehr analysiert, wann wird denn viel produziert und wann werden wenige UDP-Pakete verschickt. Wenn man das korreliert mit der Semantik der Aktionen, die man shared, wenn man ein neues Fenster macht, wird viel Information geschickt. Bei einem Redraw steigt die Datenrate auch an, wenn man eine dicke Bitmap überträgt, Photoshop sharen oder so ähnlich, wenn ein neues Bild geladen wird oder wenn man irgendeinen Filter auf das Bild angewendet hat und sich das Bild verändert, dann wird auch viel übertragen. Oder beim Scrollen wird viel übertragen. Und zwischendurch wird auch mal eine Zeit lang wenig bis gar nichts übertragen. Na, wenn man vor dem Bildschirm setzt und mal irgendwie ein Menü aufklappt und wieder zumacht oder sowas. Und naja, das mit dem Traffic Shaping, das war einfach so, dass der,
der Student, der da seine Diplomarbeit geschrieben hat, der hat in diesem Mehrpunkt-Szenario mit dem UDP das geschrieben, also so ein den Verteiler durch Multicast ersetzt. Und alles lief eigentlich gut, bis auf der Photoshop. Ja, wenn man ein neues Bild aufgemacht hat, da kam das nur teilweise an. Und als sie mir das dann irgendwie nach ein paar Tagen des Debuggens und des verzweifelten Fehlersuchens mal erzählt hat, war mir schon klar, was da passiert. Ja, dass eben dieses Dreieck hier, wenn die Bitmap angezeigt wird, über diese Grenze kommt des Verkehrs, den man über diese Durchsatzgrenze kommt, das, was man übertragen kann. Und dann gehen Pakete verloren und wenn die weg sind, dann hilft einem auch diese Fehlerkorrektur nichts. Das hilft einem, wenn sporadisch Pakete verloren gehen, aber nicht, wenn 15 Pakete geschickt werden und dann gehen 32 danach verloren. Ja, dann kommen alle vier eben nicht an. Und da habe ich gesagt, muss man Traffic Shaping einbauen. Das heißt, wir halten die Applikation bei dem Redraw, den Photoshop, an und dann wird es langsamer bei der Darstellung. Dann baut sich das Bild bei dem, von dem aus geshared wird, nur langsam auf. Aber dafür kommt es hier nicht zu Verlusten. Und das macht man ganz einfach, indem man einen Puffer managt. Man sorgt dafür, dass der so ein Puffer nicht allzu groß wird. Und also im abschickenden System und der Call in ein Grafikkommando, zeigt mal Bitmap an. Der dauert dann entsprechend länger, weil der zwischendurch immer den Puffer anguckt und ob er jetzt in diesen 64 Kilobyte Puffer oder so ähnlich noch Platz hat. Dann schreibt er da rein und dann wird es auch wieder abtransportiert. Und sonst nicht. Das ist ja wie beim Traffic Shaping schon besprochen, so ein Leaky Bucket Approach. Ne? Und die produzierende Applikation wird halt dann einfach langsamer. Solche hier, die viel mit Bitmaps machen. Übrigens, beim Sharen stellt sich heraus, dass manche Applikationen irgendwie gutmütig sind. Tools und Utilities und sowas sind auch die von Adobe programmierten waren irgendwie harmlos. Und dann gab es aber auch welche, die irgendwie völlig nervig waren. Da gab es zum Beispiel welche, die die Menüs selber anzeigen wollen. Die also nicht den Betriebssystemmechanismus für Menüs benutzen, sondern selber ihr Menü machen wollen und irgendwo eine Bitmap hinpflastern. Die Unterfirma von Apple, die für den Mac da Programme geschrieben hat, diese Claris, die hat sowas gemacht. Microsoft hat überhaupt den Window Manager vom Mac nicht benutzen wollen, sondern das irgendwie selber gedengelt, irgendwelche Datenstrukturen im Betriebssystem selbst angelegt. Ja, wir haben es dann irgendwann gemerkt, da haben wir auf diesen New Window Call einen Trap gesetzt. Und dann läuft der Computer praktisch nicht mehr, außer wenn man das Word benutzt. Da läuft er prima, weil das Word nämlich niemals ein New Window benutzt hat. Warum? Da hat halt irgendjemand gemeint, er kann es besser, ne? Do-it-yourself-Toolbox. Und weil er es besser kann, da braucht er die Betriebssystemmechanismen nicht. Ne? Einen direkten Aufruf von tiefer liegenden Betriebssystemroutinen an den höher liegenden Schichten vorbei. Oder der FrameMaker, so ein Textprogramm für die Unix-Systeme, der hat auch sowas, der benutzt etwas, das nennt man Turbotext. Und Turbotext bedeutet, dass die Bitmaps im FrameMaker selber malen und dass es auch nicht an der Grafik-Toolbox vorbeigeht. Auch noch hässlich. Also, es gibt welche, die halten sich nicht an die Spielregeln und die sind dann schwer zu scheren. Zumindest mit einem Ansatz, hier auf vernünftiger Ebene. Da unten mit dem Ansatz erwischt man es natürlich schon, wenn man den Bildwiederholspeicher überwacht, aber das hat dann die vielen anderen Nachteile, über die ich ja schon gesprochen habe. Das, was ich hier in dem letzten Kapitel besprochen habe, da habe ich
naja, auch persönlich im Rahmen von einem Projekt eine ganze Menge Einblick gewinnen können, das, was andere gemacht haben. Und ich habe dann auch ein bisschen was dabei gelernt und dann auch noch was, haben wir auch in meiner Gruppe dann was schöner gemacht. Das nächste, worüber ich hier berichten will, über die virtuelle Präsenz, das kommt auch aus einem Projekt, was ich mal gemacht habe. Aber da kann man nicht sagen, dass wir davon anderen gelernt haben, sondern das sind Sachen, die uns selber eingefallen sind. Eigene Ideen, eigene Erfindungen, wenn Sie so wollen. Nichts, was man patentieren lässt, aber schon was auf dem komplett auf unserem Mist gewachsen ist. Und bei dieser virtuellen Präsenz, das war mal ein Projekt, das hieß Cobrow, das ich betrieben habe. Bei der virtuellen Präsenz, da geht es darum, dass das Web, hier steht ein chaotischer Informationsraum, das habe ich schon vor ein paar Jahren geschrieben, das ist nicht besser geworden. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Leute das Web benutzen, tippen nur noch Suchbegriffe ein, um irgendwas zu finden. Die befinden sich nur noch bei irgendwelchen Suchmaschinen, tippen Wörter ein, kommen auf irgendwelche Seiten hin und selbst wenn sie es wissen könnten, suchen sie sowieso nur. Manche Browser machen das ja jetzt sowieso so, dass wenn sie da oben irgendwas eintippen, geht es erstmal in die Suchmaschine der Firma und von da aus dann weiter auf die Webseite, die sie haben wollen. Selbst wenn sie fast komplett die URL da oben eintippen, wird trotzdem erstmal gesucht. Das ist natürlich schon ein bisschen nicht im Sinne des Erfinders, aber das ist ein chaotischer Informationsraum. Da gibt es Suchmaschinen, da gibt es irgendwelche Seiten, auf denen ganz viele Links draufstehen zu irgendwelchen Themen, so Linksammlungen und so weiter. Aber fundamental ist jeder für sich alleine in diesem Informationsraum unterwegs. Der Benutzer ist allein. Und der Benutzer ist allein, also stellen Sie sich vor, Sie laufen in der Stadt herum, haben keinen Stadtplan, für das Web gibt es ja irgendwie nur wenig Stadtpläne. Sie laufen also in der Stadt herum und da ist niemand, den Sie fragen können, wo denn die Turmstraße ist. Sie müssen einfach nur rumlaufen und gucken, ob Sie zufällig über die Turmstraße stolpern. Und irgendwann tun Ihnen die Füße weh. Die meisten Menschen erledigen dieses Problem, wenn sie in der Stadt unterwegs sind, indem sie irgendwelche Leute anquasseln und fragen, wo die Turmstraße ist. Und genau das können wir im Web eigentlich nicht, weil da niemand ist, den wir anquasseln können. Nein, es ist schon jemand da, aber wir sehen ihn nicht oder sie nicht. Und bei der virtuellen Präsenz, da geht es darum, dass man diese anderen Menschen sichtbar macht und dass man die fragen kann. Die eigentliche Idee dazu, die hatte ich, als ich mal in Amerika in einem Spielwarengeschäft war, in einem Modellbahngeschäft. Ich stehe da irgendwo vor so einem Regal und gucke mir da die Loks an. Und dann kommt so ein älterer Herr, stellt sich neben mich und sagt, ha, halt, guck mal, die Lok da, die habe ich auch. Und, die fährt aber eigentlich nicht so gut. Die von dem Hersteller, die ist ein bisschen teurer, aber die fährt viel, viel besser. Das war nicht der Verkäufer, das war einfach ein freundlicher Zeitgenosse. Und mit dem habe ich mich dann da ein paar Minuten unterhalten. Das war irgendwie ein schönes Erlebnis. Das, in Amerika passiert einem das in solchen Hobbygeschäften gerne mal. Dass man mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Und das hat was damit zu tun, dass die anderen, die da sind, vor diesem Regal rumstehen, wo diese Loks da sind, oder überhaupt in dem Geschäft sind, dass die eigentlich ja dieselben Interessen haben. Ja, wenn ich in einem Bücherladen vor der Belletristik stehe und da jemand anders steht, ne, das heißt ja wohl, dass wir beide diese Sorte von Büchern irgendwie interessant finden und manchmal lesen. Nicht, dass ich das wirklich lese, aber egal. Also aus dieser Präsenz vor derselben Sorte Information, vor derselben Sorte Ware, kann man schließen, dass da Wissen vorhanden ist, eine
eine überlappende Menge an Dingen. Vielleicht sind das sogar Leute, die gerne befreundet werden. Also die virtuelle Präsenz, die möchte das ins Web tragen, generell in Informationsräume tragen. Dass wir Kontakte mit anderen, da müssen natürlich Browser sichtbar machen stehen, nicht Brower, sondern Browser, sichtbar machen. Das war also, wenn der hier steht und der hier auf so einer ähnlichen Seite steht, die auch damit zu tun hat, der Zeitungsartikel in der Zeitung A und der Zeitungsartikel in der Zeitung B, die mit demselben Thema zu tun haben, dass man die füreinander sichtbar macht, mehr oder weniger anonym, wenn das nützlich und wertvoll ist und dass man die zur Kommunikation bringt. Also solche Treffpunkte. Und Treffpunkte bedeutet ja Konferenzen eröffnen dann, da drin Audio, Video, vielleicht auch nur Chat oder Application Sharing. Wir haben eben drüber gesprochen. Vielleicht möchte man auch seine Browser koppeln und dann für ein halbes Stündchen gemeinsam sich in diesem Informationsgraphen-Web bewegen. Man kann das auch andersrum formulieren. Das ist ein neues User-Interface für Konferenzdienste. Beim klassischen Dienst, der Konferenzdienst, da muss man irgendwie vorher sich kennen. Kennen, um miteinander sprechen zu können. Ich brauche die Adresse von den anderen. Hier kennt man sich nicht, sondern man trifft sich auf dem Substrat Information im Web. Und aus der Tatsache, dass da mehrere sind, die sich irgendein Paper anschauen, die sich die Seite von einem Auto angucken, die sich anschauen, wie man eine Waschmaschine repariert, daraus kann man ja folgern, dass die ein gemeinsames Interesse haben, jetzt so eine Waschmaschine zu reparieren und dass man die ins Gespräch bringen sollte. Also ein User-Interface für Konferenzdienste. Nicht so, dass man reinschreiben muss, wer repariert auch gerade eine Waschmaschine, sondern dass man auf den Waschmaschinenreparaturseiten sich trifft und miteinander ins Gespräch kommt. Das ist eigentlich orthogonal zu solchen Suchmaschinen. Das hat auch was mit Suchen zu tun, aber man sucht hier nicht Informationen, sondern man sucht hier Menschen, die sich auch dafür interessieren. Also, ja, hier steht orthogonal zu Suchmaschinen, man könnte sagen, es ist ein anderes Level von Suchmaschine, einer Personensuchmaschine. Wie ist das zu einem Projekt geworden damals? Nun, zu der Zeit, als ich das betrieben habe, waren im Web im Wesentlichen die Ingenieure und Wissenschaftler unterwegs und haben irgendwelche Papers dahin gesteckt, veröffentlicht, die irgendwie Vorträge, die sie gehalten haben, auch ins Web gestellt. Und wenn dann jemand das angeguckt hat, dann wollte man natürlich auch gerne dem helfen, der es anschaut, weil man ja irgendwie an einem gemeinsamen Forschungsthema da offensichtlich ist oder etwas vielleicht, was gemeinsam werden könnte, ist. Und das hat dann die Europäische Union mal finanziert, um den Forscheraustausch in Europa zu verbessern. Wenn man jetzt, das haben wir in dem Projekt auch gemacht, sowas mal verallgemeinert, dass dieses Treffen, wo man sich denn trifft, man kann sich auf derselben Seite treffen, wenn beide denselben Artikel in der Zeitung lesen, wenn beide dasselbe Auto im Internetverkaufsraum von der Autofirma anschauen. Oder auf inhaltlich benachbarten Seiten, die irgendwie ein bisschen zusammenhängen. Inhaltlich benachbart, also mit demselben, entweder geografisch benachbart, verlinkt sind oder einfach nur dieselben Stichworte drin haben. Ich meine, wenn Sie in die Suchmaschine ein paar Stichworte eintippen, kriegen Sie auch zig Seiten, die sich damit beschäftigen, in denen diese Stichworte vorkommen. Und das ist natürlich ein inhaltlicher Zusammenhang. Ja, ich kann auch eine Seite, auf der ich nehme, die wichtigsten Worte herausfinden, die kennzeichnenden Worte herausfinden, für sowas gibt es Algorithmen, und das in eine Suchmaschine stecken und dann bekomme ich eine Menge von Seiten zurück, die sich mit diesem
mit diesen wichtigen Begriffen beschäftigen. Naja, 5% von den Seiten, 10% von den Seiten haben vielleicht in Wirklichkeit was ganz anderes. Aber ein Großteil dessen, was ich da zurückbekomme, hat schon damit zu tun. Das sieht man ja immer, wenn man Suchmaschinen benutzt. Und dann können wir natürlich auch die Leute, die auf diesen per Suchmaschinen gefundenen ähnlichen Seiten sind, versuchen miteinander zu lassen, wenn es nur ein bisschen so ein Chat ist. Sinnvoll ist natürlich auch, wenn man die Zeit da als Metrik hineinnimmt. Wann war der da? Es muss ja nicht nur unbedingt derselbe Zeitpunkt sein, kann ja auch sein, dass man jemanden noch reinnimmt, der vor 5 Minuten da war oder vor einer halben Stunde da war. Und um solche Nachbarschaft also festzustellen, benutzt man Metriken, die wir uns hier ausgedacht haben. Und ich habe hier mal 4 solche Metriken aufgezeichnet. Wir sind auf derselben Seite. Wir sind auf einer anderen Seite auf dem selben Server. Das ist die Wahrscheinlichkeit durchaus da, dass das noch was miteinander zu tun hat, kommt auf den Server an. Auf meinem Server würden Haufen Unterlagen, Vorlesungsunterlagen stehen, ein paar Präsentationen stehen, ein paar Papers stehen. Die haben schon deshalb was miteinander zu tun, weil ich schon in einem Gebiet bin, in dem ich arbeite, forsche und Vorlesungen halte. Unterschiedliche Seite auf unterschiedlichen Servern, da ist es natürlich schon die Distanz ziemlich groß. Ne? Also hier, diese Metrik sagt eigentlich, hier haben wir wahrscheinlich ähnliche Interessen, hier haben wir vielleicht ähnliche Interessen und hier haben wir wahrscheinlich keine ähnlichen Interessen mehr. Hier also so ein indirekter Schluss auf Interessen durch diese räumliche Metrik. Hier bei den Benutzerinteressen, da könnten wir welche manuell eingeben oder wir könnten die Benutzerinteressen generieren aus den wichtigsten Stichworten von den Seiten, auf denen wir waren. Ich meine, das wird heutzutage auch schon von vielen anderen gemacht. Ne? So, wenn Sie auf eBay die eBay-Seite aufmachen, da kommen dann ein Haufen Artikel, die Sie irgendwann mal in der Vergangenheit angeguckt haben oder gekauft haben und werden Ihnen tolle Vorschläge gemacht, was Sie jetzt auch noch kaufen wollten. Ich meine, das ist so eine automatisch generierte Interessensmetrik. Ne? Das können wir natürlich auch da benutzen und uns überlegen, für was wird es sich denn wohl gerade interessieren? Gerade führt uns zu so einer zeitlichen Metrik ein Zeitpunkt, also ein paar Sekunden oder ein Intervall, Stunden oder Tage. Wenn jemand sich vor 3 Tagen was angeschaut hat, ist dessen Meinung zu dieser Seite vielleicht noch interessant für jemand anders. Wenn er sich es vor 3 Monaten angeschaut hat, wohl nicht mehr. So eine inhaltliche Analyse, die beginnt mit den Links. Es gibt ja auch so Ansätze im Web, die Links mit einem Koeffizienten zu versehen, also die Kanten von dem Graphen zu attributieren, gewichtete Links oder eben Inhaltsanalysen, herausfinden, welche Seiten dieselben sind und welche Unterschiede zum selben Thema sind und welche unterschiedliche Themen haben. Also so eine Inhaltsanalyse, das kann man zum Beispiel machen, indem man die wichtigsten Begriffe auf einer Seite rausfiltert. Die wichtigsten Begriffe auf einer Seite rausfiltern macht man, indem man erstmal all diese Gemeinplatzworte rauswirft. Man nehme von einer Sprache 20, 30, 1000 Seiten und sucht sich da die häufigsten Wörter raus. Und die betrachtet man nicht, die häufigen Wörter, die betrachtet man nicht, wenn man eine gegebene Seite anschaut. Die interessanten Wörter auf einer Seite, ich meine, da kommt der Shannon wieder mit Informationsgehalt, ne, die interessanten Worte auf einer Seite, seltenen Worte. Die Worte, die häufig vorkommen, der, die das, gehen, tun, machen, die kann man auch weglassen. Für den Inhalt, für den Sinn von der Seite. Und wenn Sie sich beobachten, da tippen sie auch nicht ein gehen und sie finden Begriffe zu finden, welche die mehr Information tragen. Der, die das, lässt man sowieso weg und sein und solche Dinge.
Also wenn man die wichtigen Begriffe gefunden hat, kann man natürlich danach suchen und auf so eine gute inhaltsbasierte Metrik kommen, mehr oder weniger gute inhaltsbasierte Metrik kommen. Das lässt sich übrigens durchaus auch dynamisch durchführen, ein paar Millisekunden, um die wichtigen Begriffe herauszufinden mit irgendeinem Algorithmus und dann noch, was weiß ich, 10, 20 Millisekunden, um von Google eine gerankte Trefferliste zu kriegen oder irgendeiner anderen Suchmaschine. Gut, wenn die Pingzeit ein bisschen länger ist, aber das ist ja meistens bei Google nicht mal der Fall. Da kriegt man also, sagen wir mal, nach einer halben Sekunde oder so ähnlich, hat man schon eine Menge inhaltlich verwandte Seiten heutzutage. Relativ gut gerankt. Und da muss man auch die Werbung weglassen und schon hat man was Brauchbares. Also auf die Weise kriegt man auch eine Metrik zusammen. Und je stärker die Nähe ist, desto mehr bringt man die Leute zusammen. Das ist mit der zeitlichen Metrik, der inhaltlichen Metrik, der räumlichen Metrik, der Benutzerinteressenmetrik, aber vielleicht haben wir auch noch andere. Hier würde man, wenn man da sich mit beschäftigen würde, aktuell sicher noch irgendwelche Social Media Seiten reinbringen und die auswerten und in denen noch etwas nach interessanten Informationen, aus denen man so eine Metrik heraus erzeugen kann, herumgraben. Wenn man jetzt einfach nur mal so eine URL-basierte Metrik anschaut und zu einem Beratungssystem kommen möchte, dann können wir mal dieses Beispiel annehmen oder durchgehen. Wir schließen vom Aufenthaltsort eines Benutzers auf seine Interessen. Wenn also der Benutzer in den Verkaufsraum von einem, auf die Webseite von einem Autohaus, Autohändler geht und da mal sich der Grüne hier zum Beispiel ein Auto anschaut und auf der entsprechenden Seite ist, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass die Automodelle, die um dieses Modell drumherum sind, für ihn auch noch interessant sind. Zum Beispiel das Modell, das nächstgrößere, das nächstkleinere, die Kombivariante oder die Dieselvariante davon. Wenn die dann auf unterschiedlichen Seiten sind. Manche sind aber auch nicht so interessant, wenn es eben erst hier und von dieser Seite aus gibt es einen weiteren Link hierhin und hierhin und hierhin und oder hier herum. Die ist dann wahrscheinlich nicht mehr so richtig interessant für ihn. Wir messen dann nicht nur, ob er auf dieser Seite ist, sondern wie lange er da ist. Und je länger man auf einer Seite ist, na, entweder ist man zwischendurch an den Kühlschrank gegangen oder man liest einfach wirklich den Text. Falls solche Seiten auch Text haben, guckt ein bisschen herum, guckt sich ein Video da drin an. Und je länger man da ist, desto stärker wird die Präsenz auf diesem Informationsobjekt. Und wir können es zum Beispiel so machen, dass alle, die hier in der Linkdistanz 1 sind, von diesem hier, also der sich die Variante mit dem Dieselmotor und der sich ein Kombi anschaut, dass man die mal sichtbar macht. Dann können sie miteinander sprechen, wenn sie denn wollen. Und je anonymer das ist, desto eher sprechen die auch mal miteinander. Und dann gibt es natürlich hier, sagen wir mal auf der Seite, da haben wir jetzt mal die Metrik so eingestellt, dass es Link zwei Links weit geht. Und Sie sehen dann, wenn man hier ist, dann kommt man da vielleicht auch außerhalb von dem Autohaus vorbei. Ein anderer Hersteller von so einem Modell vielleicht, weil das irgendwie verlinkt ist. Oder ein Autotest oder sowas. Bei einer Zeitschrift. Link Metrik 2, und dann sehen wir auch was außerhalb ist. Oder der hier, der sitzt hier auf einer Seite und hat als Metrik dieselbe URL, zumindest den vorderen Teil, denselben vorderen Teil der URL, sagen wir denselben Hostnamen gewählt. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, das macht der Verkäufer. Der Verkäufer hat dann als Sichtbarkeit alle Webseiten von dem Unternehmen und sieht also hier, der guckt sich dieses Auto an. Und der Verkäufer weiß auch,
Das ist jetzt so der klassische Ansatz des Verkäufers im Autohaus. Ne? Sie stehen an dem Auto rum und gucken mal da und gucken mal dort und dann pirscht sich der Verkäufer an. Der kommt, der stellt sich mal in der Nähe auf. Der würde also dann jetzt hier auf diese Seite gehen. Sich mal einfach in der Nähe aufstellen. Und Sie sehen, das ist der Verkäufer im richtigen Showroom, ne, mit Anzug und Krawatte steht er da. Sobald er kommt, da gibt es zwei Reaktionen oder drei, auf den zugehen und mit ihm sprechen. Warten, bis er noch näher kommt, hier hinkommt und dann mit ihm sprechen oder schnell die Flucht ergreifen. Ich gebe zu, dass ich gerne auch dieses Fluchtverhalten habe. Aber das wissen die natürlich auch, und wenn ich mich dann betont abwende und nicht mehr den Motor, sondern den Kofferkasten angucke, dann wissen die auch, dass ich gar nicht so dringend kommunizieren möchte. Und nur die ganz hartnäckigen schrauben mir dann einen Spruch rein. Aber damit kann ich natürlich auch umgehen und ich sage, okay, ich gucke mal alleine weiter. Also dieses Anpirschen, das kann man auf diese Weise abbilden. Und jetzt, wenn der von hier aus, der sieht mich, aber ich sehe ihn nicht, weil er eine andere Metrik eingeschaltet hat. Und wenn der hier hingeht, dann würde ich ihn auch sehen. Er würde mich natürlich immer noch sehen, aber ich würde ihn auch sehen und könnte irgendwie darauf reagieren. Und wenn er länger ist, dann steigt vielleicht seine Präsenz. Das wird zum Beispiel dadurch symbolisiert, dass am User Interface dann das Bild von dem oder sein Avatar nicht mehr grau ist, sondern farbig wird oder so. Da gibt es Techniken, das zu symbolisieren oder einfach größer wird. Auch hier kann man natürlich symbolisieren, durch näher heranlaufen, irgendwelche Eigenschaften von der Repräsentation ändern und schon sieht man, wie nah der ist. Bei gewichteten Links muss dann halt die Summe dieser Gewichte kleiner als irgendein R sein, oder beim Content Matching muss die Differenz zwischen dem und dem hier kleiner als irgendein R sein. Oder bei die Linkdistanz muss kleiner als ein R sein. Das haben wir ja hier, Linkdistanz 1, Linkdistanz 2. Was wir brauchen, ist wohl auch eine, nicht wohl, das ist natürlich eine Karte des World Wide Web. Die gibt es zumindest so nicht. Die muss man sich lokal erstellen. Ein Problem ist natürlich, dass Links gerichtet sind und nicht bidirektional sind. Wenn wir also auf dieser Seite, also von der Seite auf die Seite gehen, dann können wir nicht unbedingt damit rechnen, dass wir von der hier auf die hier zurückkommen. Aber eine Maschine kann sich natürlich, indem sie die Seite abspidert, eine grafische Repräsentation, diesen Graphen vom Teil des Webs erzeugen. Trick, spidern. Also das, was die Suchmaschinen natürlich auch machen. Und Google hat selbstverständlich, und die anderen Suchmaschinen haben selbstverständlich auch Graphen vom Web. Ja, wir könnten auch noch uns überlegen, ob wir solche benutzerbasierten Interessen bauen, dass man also an einem Server seine Interessen eintippt, registriert, manuell, oder dass man die automatisch ermittelt mit irgendeinem Browserfilter und dass man dann Profile matcht, und mein Profil matchen, das sieht jeder, der bei irgendwelchen Netzwerken registriert ist, ständig, die sagen, ah, den könnten sie doch kennen und den können sie doch kennen und der könnte doch interessant sein. Also alle Facebook und LinkedIn und wie die Teile alle heißen, Benutzer, die werden ja mit solchen Nachrichten da ständig bepflastert. Wenn wir jetzt über die technische Infrastruktur von so etwas sprechen, dann fällt uns da sowas hier ein. Wir brauchen einen Server, der vielleicht auf dem Webserver mitläuft oder auf einem anderen Rechner läuft, der diese Karte unterhält, den Graphen unterhält. Der muss wissen, wer wo ist, und das speichert er in so einer User-Tabelle. Und dann geht er die User-Tabelle durch und macht ein Matching für unterschiedliche Metriken. Die Metriken, die ich da besprochen habe. Der hat vielleicht auch noch Freunde in einem Netzwerk von solchen Vicinity Servern, naja, irgendein
Namen braucht der Prozess, also Wiki, ne? Mit C und V, um die User-Position festzustellen, die Nachbarschaft zu berechnen, entsprechend verschiedener Metriken. Und da kann man natürlich schön auch ein verteiltes System erzeugen. Was wir aber noch nicht haben, das ist genaue Information darüber oder halbwegs genaue Information darüber, wer auf welcher Seite ist. Und da werden wir jetzt ein paar Sachen sehen, wie man das herauskriegen kann, wer auf welcher Seite ist, die auch für viele andere Zwecke natürlich benutzt wird. Fürs Tracken im Web. Und ich muss zugeben, wir haben damals etwas naiv auch getrackt. Heutzutage ist es nicht mehr schön. Damals in der Aufbruchstimmung, in der Goldgräberstimmung im Web, hat man das natürlich durch und durch positiv gefunden. Heute sieht das vielleicht nicht mehr so toll. Andererseits gehört es eben dazu, um so einen Dienst mit Matching erbringen zu können, dass man weiß, wer wo ist. Und da hatten wir etwas, das hieß CB Scout. Das CB von unserem Projekt Co-Browsing, Co-Brow. Der Scout, das kann entweder ein Applet sein, und dieses Applet, na, das weiß, auf welcher URL wir gerade sind, oder von jedem Fenster weiß es die URL. Und das schickt er dann zu dem Vicinity-Server und sagt, der ist noch auf der Seite, 30 Millisekunden später, Sekunden später ist immer noch auf der Seite, ist immer noch auf der Seite. Schickt man den mal, ist auf der Seite. Das kann man mit dem Applet machen. Das Erste, was uns eingefallen ist, war so ein Applet, vielleicht nicht so doll. Das kann man auch mit irgendwelchen JavaScripts natürlich machen. Das ist dann schon ein bisschen hübscher. Es gibt aber auch noch andere Tricks. Zum Beispiel das unsichtbare Pünktchen, das Sie vielleicht kennen. Wer kennt das unsichtbare Pünktchen? Ja? Die Idee ist, wir nehmen eine Grafik, die einmal ein Pixel groß ist und eine Farbe hat wie der Hintergrund vom Fenster. Und das Pünktchen, es muss sichtbar sein. Das machen wir zum Beispiel hier oben links in der Ecke hin. Und dieses Pünktchen ist eine GIF-Grafik. Und eine GIF-Grafik kann konzeptuell unendlich groß sein, auch wenn es nur ein Pixel groß ist. Denn in der GIF-Grafik kann man eintragen, bitte hol doch, kann man die Verbindung dafür offen lassen, und nach einer Sekunde kann man sagen, guck, hey, hier ist ein Update. Dieses Pixel ist jetzt nicht mehr weiß, sondern das ist jetzt weiß. Und nach einer weiteren Sekunde schickt man nochmal, dieses Pixel ist immer noch weiß. Und dieses Pixel ist immer noch weiß. Und solange der andere die Verbindung nicht abbaut, schickt man ihm alle Sekunden sowas hin. Die Kehrseite davon ist, solange die Verbindung existiert und ich dem so ein Pixel hat sich nicht geändert, ist immer noch weiß schicken kann, solange hat der Benutzer die Seite offen. Das wurde zuerst benutzt, also dieses GIF, das immer wieder was nachladen kann, das hab ich mit dem Heiner Wolf zusammen, wir haben das für Video machen benutzt, Video im Internet, Video im Web benutzt. Andere Firmen haben das benutzt, um Benutzerpräsenz auf einer Seite zu messen. All die so Webmetriken machen müssen, nach denen Anzeigen bezahlt werden. In vielen Seiten, die Sie angucken, ist zum Beispiel in Deutschland das sogenannte IVW-Pixel drin. Dieses IVW, das eigentlich jemand, die messen die Auflage von Zeitschriften und Zeitungen, damit die Zeitschriften und Zeitungen bei den Werbetreibenden entsprechend der Auflage Geld für Anzeigen einkassieren können. Wenn das die Zeitungen alle selber machen würden und die Werbetreibenden denen vertrauen würden, dann hätte natürlich selbst die kleinste Zeitung eine Auflage von 10 Millionen Stück. Und wenn das gemessen wird von so einer unabhängigen Firma, dann kann man fragen, wie viel Auflage hat er denn wirklich? 23.000. Na gut, dann gibt es eben doch ein bisschen weniger Geld für die Werbung. Und ja, die haben solche Pixel
so einen Pixeltrick benutzt. Benutzen die immer noch übrigens, um zu sehen, wie lange wird eine Seite betrachtet, von wem wird die Seite betrachtet. Denn das Web ist ja eigentlich zustandslos und auf diese Weise kriegt man es eben zustandbehaftet hin. Also der CB Scout kann auch so ein Pixel sein. Und den Webbrowser dazu muss man natürlich noch ein Interface haben, dass die Leute auch chatten können, beziehungsweise sehen, wer ist denn noch auf der Seite. Das kann primitiv textuell sein, das kann ein bisschen schöner werden, das kann man als JavaScript machen oder auch wieder als Applet machen. Diese Meeting Places, so haben wir diese Dinger hier genannt, das Vicinity Visualization und das User Interface, mit dem man auch seine Metrik einstellen kann, da haben wir verschiedene Versionen gebastelt. Die primitive Variante, das war einfach nur so ein Frame unten drunter, das war das allererste, was wir hatten, um in diesem Frame unten drunter ASCII-mäßig die Liste der Nachbarn anzuzeigen. Der Klaus und der Heiner und der Franz. Und wenn man dann auf den entsprechenden Button drückt, dann wird ein Konferenz-Tool angeschmissen. Da kann man zum Beispiel die M-Bound-Tools nehmen oder sonst irgendwas, was man eben gerade hat. Den CUCME oder den Skype oder sowas. Mit den anderen zusammen. Dann gibt es die Web-Variante, eine Liste von Icons mit URLs. Und das Anklicken von dieser URL bringt es auf eine spezielle Seite von diesem Teilnehmer. Und da kann man jetzt ein Video begucken und vielleicht auch dessen Audio anhören. Und wenn der meine Com-Page anklickt, dann kann er auch mein Video und mein Audio angucken. Sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Was wir auch mal gemacht haben, das war ganz interessant, das hat Spaß gemacht, das war mit Wormel. Virtual Reality Modeling Language, da mussten wir extra Grafikkarten kaufen, die damals irgendwie 2000 Mark gekostet haben oder so ähnlich. Und da lief das irgendwie so gerade so drauf. Das war so die ersten Spiele-Grafikkarten, die es gab. Und da haben wir so ein Interface gemacht, die Kugel, die stehen für Webseiten. Das ist so dreidimensional angeordnet. Sie sehen, wie die Kugeln durch Links miteinander verbunden sind. Und um diese Webseiten schwirren in so einer Art Punktewolke, die diese Webseite gerade angucken. Jetzt kann man natürlich, wenn man diesen Browser hat, das Ganze auch so drehen, diesen Wormel-Browser, und sich so anschauen, wer ist denn wo. Man kann da auch hier drin herumfliegen. Das können Sie sich vorstellen wie so ein Weltraumspiel und deshalb verschwindet natürlich der Chat, den wir da eingebettet haben, auch so schräg nach hinten in der Unendlichkeit. Das haben wir natürlich gebraucht und ja, das ist auch total billig. Ne? Sie packen den Text einfach auf so ein Rechteck, was da in so ein Unendliche gelegt ist und verschwindet und schon hat man das und sieht gleich aus wie im Science-Fiction-Film, dass das nach hinten verschwindet. Der Chat steht also hier drin. Hier unten tippe ich meine eigenen Chatlines und das sieht man dann so. Na und mal gucken, ich bin hier sicher auch irgendwo, aber weiß ich nicht mehr, wo ich da war. Ein paar Mitarbeiter von uns, mein Doktorvater zum Beispiel da. Oder da ist der Heiner Wolf, der da viel dran programmiert hat. Das ist einer, der heute in Lancaster sich rumtreibt. Na gut, also das haben wir unbedingt mal mit Wormel gebraucht. Ich habe dann das auch mal als Paper auf einer Wormel-Konferenz vorgetragen. Die fanden das irgendwie super. Es war sehr, sehr hardwareintensiv, hat auch Spaß gemacht. Insgesamt ist es aber etwas schwergewichtig gewesen und die Framerate, die wir da zusammengebracht haben, war irgendwie so 4 oder 5. Also eigentlich unterbefriedigend. Hier unten sehen wir auch nochmal die Bildchen von allen, die da teilgenommen haben. Dies mit der Compage, das war auch noch so eine Idee, die wir da nebendran hatten. So eine Konferenz, die man sich selber, so ein Konferenztool, das man sich selber bastelt. Wir schauen hier irgendwie so gemeinsam arbeiten wir an einem Dokument und wir bauen eine Konferenz auf mit einzelnen Browserfenstern. Ich sehe mir die Seite an vom Andreas und der Andreas hat auf dem Rechner, auf dem diese Seite liegt, noch eine Webcam angeschlossen und ein Mikrofon angeschlossen. Ich habe das auch,
Scotty hat das auch und der Heiner hat es auch. Und die fünfte Person holt sich jetzt also all diese Seiten zusammen und kann die auf jeden Fall mal hören. Und wenn jetzt dann der Scotty auch noch die Seite von dem aufmacht, der hier sitzt, hier vor der Kamera davor sitzt, dann kann der natürlich auch mich sehen und hören. Und naja, man baut da natürlich N-Quadrat-Verbindungen auf, aber in einem Konferenzsystem sind ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr als 7, 8, 9, 10 Leute, zumindest in so einem Konferenzsystem, nicht mehr als ein paar Leute drin, eher in der Größenordnung von 3, 4, 5, und dann kann man sich das schon auch genehmigen. Der Graph, der entsteht, muss nicht unbedingt vollständig sein, aber man kann auf diese Weise so ein dezentrales Konferenzsystem bauen, für das man nicht extra groß extra Software installieren muss, sondern mit einzelnen vielen Videos geht es auch. Und Audioströmen natürlich. Ja, das habe ich hier nochmal symbolisch aufgezeichnet oder grob strukturiert aufgezeichnet, wie dann ein Gespräch zustande kommt zwischen zwei Leuten. Ja, da gibt es eben diese Compages von den beiden, wie auch immer sie genannt sind. Ich sitze hier vor der Kamera, ein älteres Bild von mir, da habe ich noch Kontaktlinsen getragen. Da ist auch ein Mikrofon. Ich habe einen Greiber und natürlich die entsprechenden Kompressoren und so weiter und einen Webserver. Und der Heiner hier, der guckt sich meine Compage an. Kann hier meine Lautstärke einstellen und kann mein Bild sehen und umgekehrt mein Video sehen. Und umgekehrt gucke ich mir Heiners Seite hier an. Über Kreuz. Aus diesem ganzen Cobrow haben wir dann auch über die Zeit noch mal eine Firma gemacht. Die Firma hat dann anderthalb, zwei Jahre auch existiert, ist dann aber, weiß gar nicht mehr wann, 2000, 2001, als der Crash der Internetblase kam, mitgeplatzt mit der Internetblase, nachdem wir irgendwie ein paar Millionen D-Mark ausgegeben hatten, das wir als Venture-Kapital besorgt hatten. Einer der Mitarbeiter, der Heiner Wolf, der hat dann mit anderen zusammen das Ganze nochmal hochgezogen als Weblin. Die Firma ist wegen dem Streit der Gesellschafter, hat sie zerlegt. Der Heiner Wolf wird es wahrscheinlich nochmal irgendwann machen, aber im Augenblick macht das gerade nicht. Der hat da die diversen Firmen betrieben. Das ist dann teilweise recht schön rausgekommen. Sie sehen hier im Jahr 2007, das war diese Weblin-Firma. Da stehen dann die Leute so mit kleinen Avataren auf einer durchsichtigen Schicht über der Webseite und können miteinander chatten. Hier man sagt da allerlei solche Sachen, der hier sagt auch was. Und die Figuren werden, ja, die Personen werden durch solche kleinen Avatare symbolisiert, sichtbar gemacht. Irgendwelche Bildchen, die für die Leute stehen. Naja, ein schön gezeichneter Avatar ist natürlich schon irgendwie was Nützliches. Ich meine, das kann man auch auf andere Paradigmen abbilden, um die Leute zu visualisieren auf irgendwelchen Timelines, wie das heutzutage bei vielen sozialen Netzwerken gemacht wird. Das hier ist sozusagen ein soziales Overlay-Netzwerk geworden über dem gesamten Web und nicht mehr auf einer speziellen Seite von einer Firma, einer speziellen Webseite. Das hat Vor- und Nachteile. Wahrscheinlich ist es hier auch schwieriger, bei so einem Overlay-Dienst mit Werbung Geld zu verdienen. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum wir mit diesen beiden Firmen da nicht so viel Erfolg hatten. Weil unser Businessmodell bezüglich Werbung einfach nicht so gut und gelungen war, wie das von Facebook. Wobei ich schon finde, dass dieses User Interface gut aussieht mit diesem Overlay
im Browser, das dann die Leute anzeigt, die gerade diese Webseite hier betrachten. Ja, das war ein synchroner Kommunikationsdienst. Über den ich hier in der Vorlesung berichten wollte. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter mit solchen asynchronen Person-zu-Person-Kommunikationsdiensten. Und ich möchte was über E-Mail erzählen. Klar, E-Mail ist irgendwie mittlerweile Standard und jeder benutzt es und teilweise finden wir es auch langweilig, E-Mail. Aber über die Infrastruktur sollten wir vielleicht doch nochmal reden, dass man einfach ein bisschen mehr davon versteht, wie E-Mail funktioniert. Mal auf die Uhr gucken. Erstens, es geht um asynchrone Kommunikation. Also wir packen ein Stück Information zusammen, entweder Multimedia, ein bisschen ein Video, noch ein Attachment, in dem ein Buch drin steckt oder ein paar Bilder oder ein kleines Stück Audio, ein Audioclip. Oder wir haben einfach nur Text. Und den Text möchten wir verschicken. Ich habe hier so die Vor-Internet, Vor-Rechnernetzwerk-Paradigmen aufgemalt. Ne? Das dicke Paket, indem ich eine Videokassette einpacke und eine CD reinstecke und ein Buch reinstecke und dann verschicke ich es. Ich muss es natürlich irgendwie adressieren, das sehen Sie hier unten. Und wir müssen hier in dem Paket beim Einpacken auch darauf Acht geben, dass die Sachen irgendwie nicht kaputt gehen. Vielleicht verpacken wir die nochmal einzeln. Verpacken machen wir natürlich auch elektronisch digital, ne? Da geht das Paradigma schon weiter, trägt eine ganze Weile. Wir verpacken also das hier rein, vielleicht mit irgendwelchen Bubble Wrap oder sonstigem Zeug. Und machen das passende Paket drumherum. Nicht so ein Paket für so eine CD, sondern das passende. Und das wollen wir natürlich in der Multimedia-Mail auch irgendwie machen. Die Analogie-Päckchen oder Paket ist wirklich gut. Für eine E-Mail so einen Brief oder einen Fax, da haben wir auch den Text und dann haben wir noch standardisierte Zusatzinformationen, wenn Sie einen Brief kriegen. Da steht meistens schon irgendwo rechts oben das Datum und links oben, wer den Brief schickt oder quer oben drüber. Und unten drunter steht auch noch vielleicht irgendwas, eine Unterschrift mit freundlichen Grüßen oder vielleicht die Konto-Bankverbindung. Die Adresse, von der es abgeschickt worden ist und so weiter und so weiter. Also da gehört zu dem eigentlichen Information noch eine Menge Metainformation, die auch mit transportiert wird. Und das brauchen wir auch für die E-Mail. Und außen drum kommt ein Umschlag mit einer Adresse, wo es hin soll und eigentlich auch einem Absender. E-Mail. Das gibt es schon ganz lange und vor 50 Jahren konnte man in einem Computer sich gegenseitig auch schon E-Mails zuschicken. In so einem Großrechner, Timesharing-Rechner, an dem 150 Leute arbeiten, ja, sagen wir mal 40 Jahren, an dem eine Menge Leute arbeiten, da haben die sich auch schon gegenseitig irgendwelche E-Mails zugeschickt. Meistens mit Text. Ja, die Interfaces waren ja nur für Text gebaut. Zu dieser Zeit. Und es war auch eigentlich der erste, der zweite Internetdienst. Der erste war so ein Remote Login und der zweite war sowas da, E-Mails. Ein Standard ist das X400. Das ist von der ITU mal gemacht worden. So im Standardisierungs-Approach. Alle durften was dazu sagen und wenn einer eine Idee hatte, die er gut fand, dann musste die eben auch noch in den Standard rein. Der ist ein bisschen komplex geworden, aber er ist insofern auch gut, als man die Formatierung von so einem Text gut angeben kann. Beim SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, das eigentliche Protokoll, und dem dazugehörigen Internetstandard zur Darstellung der Informationen kommen wir dann auch drauf, dass das nicht so gut gelungen, wie man
wie man Informationen kodiert und darstellt. Und erst mit dem MIME, über das wir sprechen müssen, ist es brauchbar geworden. Aber weil es es schon so lange gibt, gibt es auch jede Menge Herstellerformate und ich habe hier nur ein paar aufgeschrieben. Von IBM, von DEC, ich glaube das All-in-One war von DEC, die Firma gibt es gar nicht mehr, von Microsoft, auch noch von Microsoft, Lotus war eine sehr erfolgreiche Office-Paket für Kommunikation und gemeinsames Arbeiten in Firmen, wird auch heutzutage noch benutzt, dieses Lotus Notes. Ist irgendwann mal von IBM gekauft worden. Was da standardisiert werden muss, ist ganz einfach. Formate, Formate, Formate. Wie wird denn eine Adresse formatiert und geschrieben? Wie wird die Weglenkung organisiert? Muss man die angeben, von da nach da, nach da, nach da, nach da, oder wird das irgendwie dezentral berechnet? Weitere Versand-Meta-Informationen, ob es ein Einschreiben ist, ne? Man will eine Bestätigung, dass der andere es gesehen hat. Will man hören, ob es überhaupt ausgeliefert worden ist, nicht gelesen, aber wenigstens ausgeliefert worden ist, Übergabe, Einschreiben und solche Sachen. Vielleicht auch Prioritäten und all diese lustigen Sachen können da hineinkommen. Welche Zeichensätze benutzt werden? Na, über Zeichensätze haben wir ja schon mal gesprochen. Und am Anfang der Internet-E-Mail gab es keine Es, Ös und Üs, sondern wir haben AE und Doppel-S geschrieben. Und München wurde eben dann mit UE geschrieben. Oder Zeichensätze mit AE. Textformatierung, ob irgendwas bold oder so ähnlich sein soll. Heutzutage kann man das als bold markieren. Und wenn der andere einen HTML-Reader hat oder so ähnlich, dann wird es auch als fett angezeichnet. Früher haben wir irgendwelche Sternchen vor und hinter das Wort malen müssen, um das hervorzuheben. Also, solche Formatierungsinformationen, die kann mehr oder weniger gut da drin stecken. Beim X400 war das schon ziemlich weit, beim SMTP, bei den alten Internet-Mail überhaupt nicht. Beim MIME wurde es dann besser. Multimedia-Inhalte eben auch erst nach MIME und solchen Sachen. Und Komposition bedeutet, wie werden die Dinge angeordnet? Kommen die Bilder untereinander, nebeneinander? Wird das Audio parallel zum Bild abgespielt? Wenn Sie dahin scrollen, wo das Bild ist, wird dann gleich das Audio dazu abgespielt oder später und so weiter. Das gehört da eigentlich rein. Diese Kompositionsinformation ist hier nur rudimentär drin. Und natürlich Dinge wie Verschlüsselung und Authentisierung. Ja, das kann man in Mails einbauen. Und ja, es gibt Systeme, die das schon vor 30 Jahren konnten. Aber wir optimistischen Internetfreunde, gerade in den 90er Jahren, wir haben darauf vertraut, dass die Menschheit gut ist und dass keiner zuhört und keiner Spams schickt. Das waren beides falsche Annahmen. Wir irrten uns. Es gab eigentlich auch mal eine Zeit, da waren wirklich fast alle, die im Internet unterwegs waren, so in den 90er Jahren irgendwie wohlgesonnen und wollten was Anständiges machen. Aber gut, das hier unten, das braucht es auch und deshalb gibt es diese Standards, diese Formate. Und das muss man irgendwie in den Griff kriegen. Ich möchte ein wenig über Internet-Mail sprechen, das ist das, was wir heute haben. Und wie man, am Anfang werden wir darüber sprechen, dass da dass es da viele Baustellen gibt und dann werden wir zwei Baustellen bearbeiten. Also konzeptuell hat man sich ausgedacht, dass eine Internet-Mail aus mehreren Teilen besteht. Es ist zwar nur ein Sumpf von ASCII-Zeichen, aber sie besteht aus mehreren Teilen. Einmal den Umschlag mit sowas wie Empfängeradresse, Absenderadresse und vielleicht noch Poststempel oder sowas. Wenn Sie, wenn man einen Brief kriegt, in Amerika war das explizit sichtbar, da waren da, zumindest als ich da gelebt habe, auf der Rückseite so
so ein paar hellrosa Stempelchen hinten drauf. Und die haben mal, jeder, der den Brief in der Hand hatte, der hat dann so ein Stempelchen drauf gemacht. Die Eingangsstelle, die den Brief aus dem Postkasten gefischt hat und die Verteilstelle und dann noch eine Verteilstelle und der Briefträger, der es ausgetragen hat. So ein Trace sozusagen. Wenn Sie sich Ihre E-Mails anschauen und sagen, ich will die E-Mail im ASCII-Format angezeigt haben mit allem Gedöns, dann steht da oben so eine Latte von Mail-Servern, durch die das durchgelaufen ist. Versuchen Sie es mal. Suchen Sie mal in Ihrem Mailer, heute, wenn Sie nach Hause kommen, die Funktion, mit der Sie die ganze Mail angucken können im Quelltext. Ich glaube, das heißt bei Thunderbird oder so ähnlich heißt das E-Mail-Source anzeigen oder sowas ähnlich, oder E-Mail-Quelle anzeigen. Suchen Sie mal und da werden Sie interessante Dinge finden, zum Beispiel diese Kette von Poststempel, wer wann diese Mail gekriegt hat. Und da sehen Sie eben auch, dass es in manchen Mail-Servern auch mal ein bisschen herumliegt, das Zeug. Ja, die Analogie zum Briefbogen, es gibt einen Briefkopf mit Datum, Betreff, Text, Futtern und so weiter und es gibt auch eine Syntax, wie man sowas formatiert. Die Internetstandards zum Thema Mail, die ersten RFCs, da gibt es schon noch Nachfolger, mit denen Sachen verbessert, erweitert worden sind. Das ist der RFC 822 und das ist Standard for the Format of ARPA, ne? Advanced Research Projects Agency, Pentagon, Internet Text Messages. Und da steht solche Sachen wie Syntax drin, dass wir einen Umschlag haben und Inhalt, dass welche Felder welche Semantik haben. Wir gucken uns gleich ein paar Beispiele von solchen Feldern an. Und dann gibt es noch einen zweiten Standard, den 821 SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ich habe Protokoll hier deshalb rot gesetzt, um klar zu machen, hier geht es um Datenaustausch, hier geht es, also Layer 5, Session, und hier geht es um Layer 6, Presentation, Semantik von Feldern und solchen Dingen, Codierung. Ich fange hier trotzdem an. Das Modell, wie die Internet-Mail, also insbesondere steckt SMTP drin, im Simple Mail Transfer Protocol, wie E-Mail verteilt wird, ist strukturiert an den ursprünglichen Rechnern, die da im Internet, in diesem kleinen Internet mit hunderten von Sites, die teilnahmen, mit hunderten von Rechnern, die dabei waren, wie die organisiert waren. Und da gab es eben, das waren eben Unix-Systeme. Und die liefen die ganze Zeit und waren über irgendwelche Modems miteinander verbunden. Und so ein Rechner, in dem man E-Mail betreibt, der hat dann einen Prozess, der im Hintergrund läuft, einen Daemon, das Sendmail-Daemon. Und dem Sendmail-Daemon, dem kann man zum Beispiel mit dem Programm Mail eine Mail übergeben. Das Mail-Programm ist eigentlich ein Frontend fürs SMTP. Wenn man es mal benutzt, sieht man es ziemlich bald. Es gibt auch schönere Mailer, der Elm ist so einer. Und wenn man dann eine Mail geschrieben hat, dann schickt er das mit dem SMTP an den Sendmail. Der Sendmail nimmt es, schaut sich die Adresse an, ist das die Adresse von einem Lokal, ist das sein Rechner, sein Host, auf dem er läuft, dann dreht er sich um und sucht den Benutzer und legt sie in dem Unterverzeichnis von Waspul Mail ab. In dem Unterverzeichnis für diesen Benutzer. Wenn es nicht für den hier, für ihn ist, sondern für jemanden anders ist, auf einem anderen Host, dann, und das schauen wir uns jetzt vom anderen Host aus an, da gibt es den Sendmail am anderen Host, da macht man eine SMTP-Verbindung hierhin auf und sagt, guck mal, hier habe ich eine Mail für dich, kümmere dich mal drum. Und dann kann der hier das entweder, wenn es ein Benutzer bei ihm lokal ist, in die Waspul Mail reinklatschen, oder er kann es an einen anderen Sendmail schicken. Das geht mit SMTP oder mit Unix-to-Unix-Mail und noch ein paar anderen Verfahren. Das ist die Relay-Funktion. Relay heißt weitergeben. Das war gut gedacht.
ich gebe es dem nächsten Mailer und der gibt es noch weiter, weil er einfach ein gutes Herz hat und der gibt es dann noch weiter und irgendwann kommst du schon mal am Ziel an und alles ist gut. Wenn da die Bösen kommen, die überlegen sich, ich schicke dem hier eine Mail mit 1500 Recipients, mit 1500 Empfängern und der muss dann über seine Verbindung all die 1500 mal 10 Kilobyte verschicken und ich muss die Rechnung nicht bezahlen. Ha, ha, ha. Das war so der erste Ansatz, wie man Spam produziert. Und dann ging es los. Ab da ging es sozusagen bergab. Dann haben die Leute angefangen, diese Relay-Funktion in ihren Sendmails abzuklemmen. Und dann war es nicht mehr so einfach, E-Mails zu schicken. Und dann musste man sich irgendwie registrieren. Und ja, nicht mehr so toll. Der Mailer macht also so eine Nachricht und da tippt man am Anfang, oh, ich habe schon überzogen. Ich mache beim nächsten Mal weiter. 15.31 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche noch und beim nächsten Mal geht es weiter mit E-Mail. Nächsten Montag. Ciao.